Genau diese Aussprache, die wir ja in den letzten Minuten und Stunden übertragen haben, reflektieren und versuchen herauszuarbeiten, welche Perspektive sich daraus ergibt für die Linke. Professor Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler, ist bei uns. Vielen Dank dafür, Herr Professor Niedermayer. Ja, die Linke ist kraftlos und saftlos, hat Gregor Gysi im Vorfeld dieses Parteitages gesagt. Hat das, was Sie bisher gehört haben, ihn bestätigt oder ihn widerlegt? Also bisher sehe ich noch nicht, dass der Parteitag das dramatische Aufbruchssignal geben könnte, das Rieksinger ja in seiner Eröffnungsrede als Vorsitzender beschworen hat. Man ist sich zwar einig im Kampf gegen rechts, das hat ja den ganzen bisherigen Parteitag dominiert, aber wie das genau stattfinden soll und vor allen Dingen, wie man die Wähler, die von der Linkspartei zur AfD, zu den Rechten abgewandert sind, zurückholen soll, das ist doch noch ein bisschen umstritten und da kämpft die Partei ja noch mit unterschiedlichen Ansichten. Da können wir gleich weiter drüber sprechen. Stichwort Rede Rieksinger, einigermaßen dramatisch war in der Tat das, was das dann geschehen ist mit Sarah Wagenknecht. Sie ist mit einer Torte attackiert worden, sie ist angegriffen worden. Wie bewerten Sie diesen Vorfall? Ja, Sarah Wagenknecht war ja, ja so ziemlich die Einzige vom Vorstand und auch von der Fraktion, die in der Vergangenheit in der Flüchtlingsfrage darauf hingewiesen hat, dass ihrer Meinung nach Kapazitätsgrenzen da sind, dass es eben so ist, dass nicht alle zu uns kommen können und dass es auch Grenzen der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung gibt. Dafür ist sie sehr gescholten worden und dafür ist sie natürlich auch ins Visier von extremen Antifa-Gruppen gekommen, die ja auch Beate von Storch von der AfD schon mit einer Torte attackiert haben. Das ist jetzt bestimmt nicht dieselbe Gruppe gewesen hier, aber es war ja nicht ganz auszuschließen, dass so etwas dann auch, weil sie sich so exponiert hat, Sarah Wagenknecht hätte passieren können. Also man muss mal sehen, es ist angekündigt, dass sie heute Nachmittag zurückkommt. Ihr ist wohl nichts geschehen, aber sie steht einigermaßen unter Schock. Verständlicherweise heißt das, ihre Position, also die von Frau Wagenknecht, wird in der Partei bei den Linken in Zukunft keine Rolle mehr spielen? Oder wie beurteilen Sie das? Na, sie hat ja bisher auch wirklich keine große Rolle gespielt. Der gesamte Vorstand und auch die gesamte Fraktion haben sich ja von ihren Äußerungen in dem Bereich distanziert. Man hat jetzt hier deutliche Solidaritäts Adressen abgegeben, aber ich glaube, das war eher gegenüber dem Mensch Wagenknecht und nicht gegenüber ihrer Position in der Flüchtlingsfrage. Ansonsten kommt bei der Flüchtlingsfrage vor allem klassisch linke Positionierungen, die kommen da, also die Flüchtlinge sind willkommen. Jan Korte, innenpolitischer Experte der Fraktion, hat es gerade noch mal bestätigt. Wird das der Linken denn im Wahlkampf in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern helfen? Oder vielleicht sogar Schaden? Nun, es hat ja zumindest in den zurückliegenden Wahlkämpfen bei einem Teil ihrer früheren Wählerschaft durchaus geschadet. Die Linkspartei hat ja in Sachsen-Anhalt ein Drittel ihrer Wählerschaft verloren. In zwei der drei Bundesländer sind die Arbeiter deutlich abgewandert. Und bei der Linkspartei ist es so, dass der größte Anteil derer, die von der Linkspartei woanders hin sind, zu anderen Parteien, zur AfD gegangen ist. Das heißt, ein Teil der früheren Linkspartei-Wähler ist jetzt bei der AfD. Und die Frage ist natürlich, wie kann man diese Wähler zurückgewinnen? Ja, das muss die Führung doch alarmieren. Was meinen Sie, wie kann die Linke diese Wähler zurückholen? Na, nach den bisherigen zwei Leitanträgen, die ja jetzt hier diskutiert werden sollen, ist es vor allen Dingen so, dass man mit... Ich darf Sie kurz unterbrechen, da haben wir das Bild. Dietmar Bartsch geleitet Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht zurück in den Saal. Sie lächelt, hat sich selbstverständlich umgezogen. Umarmung mit Klaus Ernst, da ist sie zurück im Parteitag hier in Magdeburg. Sie ist ja nach diesem Angriff auf sie mit der Torte dann in ihr Hotel gefahren und hat sich einigermaßen geschockt gezeigt. Jedenfalls haben wir das gehört. Nun ist sie zurück und Bernd Rieksinger nimmt sie in die Arme und sie wird mit einem sehr freundlichen und warmen Applaus hier empfangen. Sarah Wagenknecht, über ihre Position haben wir schon gesprochen in der Flüchtlingsfrage. Vielleicht können wir das aufgreifen, Herr Niedermayer. Welche Rolle spielt sie innerhalb der Linken, vor allem innerhalb der Fraktion? Ja, Sarah Wagenknecht ist natürlich eines der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Gesicht der Linkspartei. Deswegen spielt sie schon eine große Rolle. Aber es ist eben durchaus so, dass in den Führungsgremien der Linkspartei ihre Position zur Flüchtlingspolitik eben nicht mehrheitsfähig sind.
Und sie ist übrigens auch Spitzenkandidatin nächstes Jahr für Nordrhein-Westfalen, wird ja gewählt, Landtagswahl. Schwierige Position für die Linke. Sie sind aktuell nicht im Landtag vertreten und wollen das, wenn es geht, irgendwie ändern, wollen in den Landtag einziehen. Wir waren ja vorhin bei der Frage, Flüchtlingsfrage, ist das ein geeignetes Mittel oder auch nicht? Schauen wir mal auf dieses bevölkerungsreichste Bundesland nächstes Jahr. Wird das ein Mittel sein für die Linken, um in den Landtag zu kommen? Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie sich die Flüchtlingsfrage aktuell wirklich entwickelt in den nächsten Monaten. Das heißt, ob Erdogan zum Beispiel den Deal mit der EU kündigt, ob es von Nordafrika eine sehr große Welle neuer Flüchtlingsströme nach Italien und möglicherweise eben auch weiter nach Deutschland gibt. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber unabhängig davon wird die Flüchtlingsfrage und auch die Frage der Integration derer, die schon hier sind, uns natürlich in den nächsten Monaten und auch Jahren beschäftigen. Und es wird auch ein wichtiger Bereich eben für die nächsten Landtagswahlen sein. Und da hat die Linke momentan, nach dem, was ich in den Anträgen lese, eine traditionell linke Gegenstrategie, dass sie sagt, wir wollen die Verteilungsfrage verschärft stellen, was sie ja traditionell tut. Wir wollen mehr für alle und hoffen dann, dass eben, wenn die benachteiligten Deutschen auch mehr bekommen, dass sie dann eben sich nicht mehr gegen Flüchtlinge stellen. Das ist nicht ganz klar, ob diese Strategie funktioniert. Denn es geht nicht nur um ökonomische Fragen, auch bei den Abgewanderten, sondern da geht es auch um Identität, um Kultur, um Angst vor dem Fremden und so weiter. Ganz kurz noch, da sind wir ja bei den Schnittmengen auch, die Linke möglicherweise mit der AfD hat. Wo liegen denn da Schnittmengen? Nun, ich würde nicht sagen, dass die Parteien Schnittmengen haben, aber in der Wählerschaft gibt es durchaus eben, gab es früher bei den Linken auch eben die Protestwähler, die die Partei gewählt haben, weil sie sich benachteiligt fühlen, weil sie sich nicht ernst genommen fühlten in ihren politischen Wünschen und Bedürfnissen. Und ein großer Teil dieser Protestwählerschaft, der sieht jetzt eben die AfD als das geeignete Mittel, um Protest auszudrücken gegenüber den anderen Parteien. Sagt Professor Oskar Niedermayer, der Politikwissenschaftler. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke, bis hierher.